Oh, und ich habe auch, oh Gott, irgendwann will ich noch ein Video machen über Extras von Mickey Mouse Heft. Ich habe mir super viele dafür geholt. Und ich habe auch, ein aktuelles Mickey Mouse Heft. Und da war mein absolutes Lieblings-, mein Zweitlieblings-Extra drin. Und das war das Furzkissen. Yeah, geht zum Karussell. Du weißt, wie das Furzkissen aussieht, das im Jahr 2019 Mickey Mouse Heft drin ist. Orange mit so einem. Nein, es ist ein Emoji. Oh, 2019. Mhm. Damals war es so cremefarben. Und ich jetzt ist es einfach Emoji. Sein. Alle Mickey Mouse Heft-Extras sind inzwischen eigentlich Emojis. Furzkissen sind aber wirklich schrecklich. Eigentlich funktionieren sie nicht richtig. Klingst wie jemand, der auch drauf reingefallen ist in seiner Kindheit. Ich meine, das ist das Problem. Oh, das klingt gar nicht wie ein richtiger Furz. Ich bin nicht einmal drauf reingefallen. Ja, natürlich nicht. Das klingt nicht echt. Oh nein! Das also war die Couch! Meine also die Furzkissen, die man selber aufpusten muss, die funktionieren. So eins hatte ich nie. Die sind auch groß. Und oh, so. Und das beste Mickey Mouse Heft extra, der kleine Billardtisch. Nicht mit Billard meine ich Roulette. Verzeihung. Ah. Oh, den hatte ich nie. Das klingt unfassbar den cool. Den hab ich da. Ich kann den auch schnell rüberholen, wenn du willst. Alter, den will ich sehen. Ich hab den guten Stoff hier. Eklig. Okay, warte, ich geh kurz das Zeug holen. Nee, nicht Gift. Ich hab die Kopfhörer schon abgesetzt. Ich kann dich nicht hören. Das hab ich schon ausgesprochen. Ich meinte, ich hab immer den Prime-Sub. Also das eine, mit dem Roulette. Dann kann man das sehen. Also, Moment, lass mich das größer machen, damit Johnny was sehen kann. Das ist das mit dem Roulette, was ziemlich cool ist, weil man hat das einfach gedreht. Vielleicht hatten wir das. Lucky Game. Und das ist das Furzkissen. Naja, wenigstens ist es der passende. Da ist der Joy-Emoji und da ist der Poop-Emoji. Ah, ein Furzkissen. Das ist einfach essentiell wichtig. Das Mickey-Maus-Magazin ist am Zahn der Zeit, muss man dazu sagen. Ja. Das hat mich immer sau irritiert, was bei den Leserbriefen immer sowas stand. Schicke auch deinen Brief an das MMMM-Team. Ich dachte so, Gott, es sind so viele M's, was soll das bedeuten? Oh, ich kann danach ein paar Witze vorlesen von dem, von der Mickey Mouse aus dem Jahr. Oh, 3,20 Mark. Vom 11.01.2001. Hey, ich bin dran. Cowboy, halt dich zurück. Es gibt auch noch Miffy. Ist auch ein Hase. Miffy klingt einfach so, als wäre es sehr, übelriechend. Ja, sehr miefig. Ziemlich miffig hier. Hat etwa jemand auf das Furzkissen gedrückt? Miffy der Hase. Weißt du, wie die aussieht? Was? Entschuldigung, ich hatte einen chillischen Schritt. Ich sehe schon, du bist beschäftigt. Du bist gerade dabei, dich selbst zu unterhalten. Nein, das stimmt nicht. Ich störe dich nicht weiter. Ach komm schon, Johnny. Oh, Johnny, fühlst du auch eine gewisse Unruhe in deinen Därmen? Oh mein Gott, Moment, Johnny, es tut mir leid. Wir müssen kurz nochmal auf Vollbild gehen. Weil in dem Mickey Mouse Heft, welches ich leider nicht habe, das danach kam, da ist ja der beste Stoff drin, Vollbildcam, da ist die Szene. Oh mein Gott, in der nächsten Ausgabe. War der Mini-Roller, das Extra der Woche. Oh, das hatten wir! Oh mein Gott, an den erinnere ich mich. Ich auch! Der hat zumindest nicht in den Hacken wehgetan. Ist da auch der böse Witz, Nanna? Nein, die wurden ja später eingefügt. Schau ich den coolen Jungen an. Der ist so 2000. Witz. Verrückte Welt. Lachparade ist Seite 64, okay. Verrückte Welt, stimmt. Da waren immer so Rekorde und so ein Blödsinn. Ja, dass ein Japaner 50 mal mehr Hotdogs gegessen hat als ein dicker Amerikaner und wie merkwürdig das ist, weil der Japaner war dünn. Wollen wir direkt mit dem Witz der Woche anfangen? Na klar. Okay. Ist meistens der schlechtere. Bis morgen beschreibt ihr einmal ausführlich eure Tapete im Kinderzimmer. Beschreibt ihr erstmal einmal ordentlich ausführlich eure Tapete im Kinderzimmer, okay. Diese Aufgabe gibt der Lehrer Magersüß seiner Klasse bei Schulschluss. Da meldet sich Karin und meint, das Beschreiben meiner Tapete haben mir meine Eltern aber verboten. Was? Sie sollen ihre Tapete beschreiben, aber dann hat Karin gesagt, meine Eltern haben gesagt, nein! Das darf ich nicht. Ah. Oh, das passiert mir auch immer. Ja, ich hasse die Stelle. Warum weint denn dein Bruder so? Ich hab ihm geholfen. Wobei denn? Beim Schokoladeessen. Alter, ich bin nicht bereit dafür. Ein Großvater schaute den Kinderwagen und fragte die junge Mutter, warum schreit denn der Kleine so laut? Er bekommt die ersten Zähnchen, erklärt die Mutter.
Na und? Erwidert der Großvater verwundert. Schafft will er nicht. Denn keine? Weil er geweint hat. Ach so. Verstehst du, der Alte hätte gern welche. Nein. Was? Nein, das ist überhaupt nicht der Witz. Doch, natürlich. Was? Nein! Zusätzlich zu dem, nein, was... Nein, das hast du dir eingebildet. Ja, natürlich habe ich mir das eingebildet. Mama, der Mann dort drüben isst seine Suppe mit der Gabel. Sei still, mein Engelchen. Jetzt trinkt er aus der Blumenvase. Wirst du wohl still sein? Und jetzt isst er seinen Bierdeckel. Jetzt gib endlich Ruhe und bring dem Mann seine Brille zurück. Aber das ist so gemein. Ja. Das, die Sache, warum sollte jemand so Leute mit... Oh, da verstehe ich keinen Spaß. Wenn man jemandem die Brille wegnimmt, wieso sollte er anfangen, Dinge zu essen? Warum sollte er sich erst seine Brille suchen gehen? Oh, oh, das ist ein Witz über Alkoholkontrolle. Polizist bei der Alkoholkontrolle. Wissen Sie nicht, dass man sagt, mit Promille... Was? Wissen Sie nicht, dass man sagt, mit Promille? Hände weg vom Steuer. Sind Sie wahnsinnig, Herr Wachtmeister? Wenn ich betrunken bin, soll ich auch noch freihändig fahren? Ich... Nein! Sind noch Witze Bock mehr. Im modernen Mickey Mouse Heft? Ich hab keine Lust mehr. Witz der Woche! Oh mein Gott, Sie sind immer noch da! Ja, natürlich. Die dürfen klagt sich ein Fernfahrer. Herr Doktor, ich bekomme immer so schreckliche Magenbeschwerden beim Autofahren, antwortet der Arzt. Kein Wunder, wenn sie auch so viele Kilometer frisst. Ach komm schon. Das kann doch nicht der Witz der Woche sein. Doch. War das 2019? 23.08.2019. Das ist doch immer noch derselbe Humor wie in den 90ern. Ja. Kilometer fressen? Wer redet so? Aber diesmal steht aber... Es hat sich einiges geändert, was die Privatsphäre der Leute angeht. Damals stand unten noch der Name der Leute. Oh, das steht da auch noch unter Wohnort. Aber steht jetzt nur noch bei dem vom Witz der Woche. Das ist Boris aus Osnabrück. Boris, wenn du es siehst. War okay. Deine Eltern. Ich weiß, sie streiten viel. Und sie sind kurz davor, sich zu scheiden. Aber es liegt nicht an dir. Deine beschissene Witzen! Was? Meinst du, dass tatsächlich mal irgendwas Schreckliches passiert? Dass sich Leute aus dem Mickey Mouse Magazin Adressen von Minderjährigen rausgesucht haben? Nein, aber das war seltsam. Das war bei den alten Kids-Zones, dass sie so Fanclubs immer gemacht haben mit Pokémon und so. Stand dann immer die Namen, Alter und Adresse und sowas. Ich suche Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren für meinen Inuyasha Fanclub. Das ist meine Adresse, schreibt mir. Ach. So. Das waren die Kontaktanzeigen der Minderjährigen. Ja, und das ist, ich meine, ich... Wobei, ich wollte gerade sagen, ich denke nicht, dass da was passiert, aber warum sollte ja nichts passieren? Was da könnte was passieren. Das ist keine Schutzmaßnahme in natürlich. Irgendeiner Hinsicht. Wenn diese Jungs auch noch damit rechnen, dass irgendjemand schreibt. Geh in die Wüste, du Feigling. Ich will nicht in die Wüste. Erklärt der Sportlehrer, tiefes Atmen ist gesund und tötet die Bazillen. Da fragt Moni, wie geht die Biester dazu, tief zu atmen? Oh, oh, oh mein Gott, das ist ein Zeichen. Seid ihr bereit für den besten Witz aller Zeiten? Zwei Pinguine laufen durch die Wüste. Das muss ja ganz schön glatt sein. Wieso? Ja, sonst hätten sie wohl nicht so dick gestreut. Was? Ach so. An den konnte ich mich doch nicht erinnern. Ich kenne nur diese komischen Witze mit den Mohrrüben, die durch die Wüste fliegen und dann... Oh, Vorsicht, da ist ein Hubschrapp, Schrapp, Schrapp, Schrapp. Das waren die schlimmsten. Weißt du, was ich mich auch gerade wundere, ob vielleicht nur der eine Witz von dem tatsächlichen Leser eingeschickt wurde und die anderen sind alle aus dem Archiv? Die gab's einfach alle schon mal. Ja, oder? Es schickt auch niemand mehr wirklich Witze ein. Also vor allem nicht per Post. Wieso haben sie kein Online-Portal oder sowas, wo es darum geht? Nein, man muss sie per Post einschicken. Ziemlich easy. Oh, und weil ich gesehen habe, der Donald Duck ist viel besser als Mickey. Ich mochte die Mickey Mouse Comics mehr, ehrlich gesagt. Nein, die Donald Duck Comics sind auf jeden Fall der Shit, den man will. Das hat nämlich den Grund. Donald Duck war aber immer ein Stück weit mit Stress verbunden, weil immer schlimme Dinge geschehen. Das Mickey stimmt. Mouse dagegen, es war so die Wohlfühlzone. Mickey passiert nie was Schlimmes. Er lebt einfach ein paar fröhliche Abenteuer. Nein, Donald erlebt die fröhlichen Abenteuer. Mickey Mouse muss immer irgendwelche Gangster fangen und mit dem Phantom sich rumschlagen. Und dann taucht... Weißt du, was das Schlimmste an den Donald Comics ist? Irgendwann taucht immer dieser
verzeiht mir meine Wortwahl, dieser Sohn einer räudigen Hündin, Gustav Ganz auf. Das stimmt. Alle hassen Gustav. Gustav Ganz, dieser abgehobene Haufen Ganz. Ich mag Donners politische Ansichten mehr. Ich meine, er war gegen die Nazis damals. Wie die meisten aus den USA. Nee, Moment. Er war einer von ihnen. Ah, das war ein Albtraum, jetzt erinnere ich mich. Ja, da ist er aufgewacht und hat seine Amerika-Flagge angestarrt oder so und dachte sich, wow, eigentlich genieße ich die Freiheit. Wenn er diese Stimme gehabt hätte. Wow, der echte Sprecher ist gerade. Er ist gerade nicht verfügbar, wir sind in schweren Zeiten. Er ist gerade an der Front. Oh Gott, nein.